Und damit darf ich euch ganz herzlich begrüßen hier zu einer neuen Folge vom Let's Play American Truck Simulator. Wir stehen hier in meiner Garage in Los Angeles. Wie es ja, ich glaube, in der letzten Folge auch angekündigt war. Und wir fahren jetzt mal zu unserem Auftrag. Wo ich keine Ahnung habe, wo der genau ist, unser Auftraggeber. Deswegen fahren wir da jetzt mal hin. Ja, Viertelstunde. Moment. Gehen aber vorher noch tanken. Und zwar für $3,18. Huiuiui. Ja, geht. Na gut. Uiuiui. Voll gegen die Wand gefahren. Ach du Schande. Mit dem Kopf gegen die Wand. Oder durch die Wand durch. Ist nie gut. Das ist gerade grün, das ist mal neu. Das bis jetzt nochmal hier gleich, ja, davon ist es. Wir haben einen Auftrag von einem Autohaus. Die haben einen Auflieger da stehen mit Autos. Nein, falsch, ohne Autos. Und der soll nach San Francisco zum Hafen, weil dort kriegen sie Autos angeliefert. Wir könnten den jetzt natürlich noch beladen. Da kriegen wir für 22,6 und dafür kriegen wir das gleiche. Also machen wir die ursprüngliche Variante und fahren nach San Francisco zum Hafen. So, ach, guck mal hier. Müsste aber auch erstmal peilen, ne? Uiuiui.
Jetzt hat's geklappt. Er hatte doch eine Liftachse oder nicht? Na, anscheinend nicht. Das ist ein lapidar Auflieger. Das ist ein sehr lapidar Auflieger. Aber frag nicht wie. Respekt, Respekt. Was zum... Ja, können wir gerne tun. Ich war aber auch am Überlegen, ob ich die Coastline nochmal fahre. Oder wir fahren einfach da lang. Weil das halt geil ist. Ja, fahren wir so. Macht ja nichts. Unbedingt die Seitenausfahrt rausfahren. Die nehmen wir auch noch mit. Alles an Erfahrungspunkten, die wir kriegen können. Nehmen wir mit. Keine Frage. So. Ich habe wieder mein Quietsche-T-Shirt an. Also eins davon. Ich habe ja drei. Leider. Muss man dazu sagen. Drei von diesen Dingern habe ich. So, wir werden jetzt gleich da unten irgendwo auf die Autobahn fahren. Ja, ihr seht es ja. Die hat mich aber gegettet, die Kurve. Respekt. Ich kann ja auch auf dieser Spur hier bleiben. Das war knapp. Ja, du hast kein Licht an. Was bist denn du für ein Idiot? Heiligsblechle. Das war knapp. Das war sauknapp. Respekt. San Francisco, da steht's schon. Das wird eine lange Tour. Halbe Stunde ist drin. Ich mag den LKW, der ist super. Der fährt sich gut, der ist agil, der ist wendig. Wie mein Actros im Euro Truck Simulator. Ziemlich genau so.
Super. Fällt dir ja früh ein. Jetzt können wir das Licht auslassen. Ich würde gerade noch sagen, fahren wir jetzt doch durch das Steilstück durch oder nicht? Aber anscheinend schon. Ballert den schön rauf, das ist super. Es ist auch ein gemütliches Fahren. Ich genieße das jedes Mal und freue mich immer, wenn ich fahren kann. Viele haben ja Stress und so weiter. Und die finden das halt doof. Aber ich genieße es. Das ist herrlich. Den anderen gefällt es offensichtlich nicht, so wie ich fahre. Und mit einem ruhigen Verkehrsfluss kann man hier auch anständig fahren. Trotz etwas erhöhtem Verkehr. Kein Problem. Das ist cool. Drücken wir uns mal hier rein. Wir wollen ja hier rausfahren. Also erstmal, das ist ein Stoppschild. Da muss man anhalten. Das ist Fakt. Und wer zuerst kommt, darf auch zuerst wieder weiterfahren.
Deswegen ist es nicht verwunderlich, wenn an einer vierfachen Kreuzung vier Stoppschilder stehen. Wir haben ja Zeit. Ja, easy hier. Absolut kein Problem. Absolut nicht. Das ist cool. Ich wollte hier nämlich unbedingt nochmal lang fahren, weil wir sind hier ja schon einmal lang gefahren zu BHP, aber da sind wir wieder zurückgefahren, leider. Ich will diesen herrlichen Streckenabschnitt hier mal abschließen, den mal durch zum Ende fahren. Es ist hier echt so krass. Da vorne ist der BHP. Da waren wir ja schon mal. Einmal. Soweit ich weiß. Die Sprengstofffirma. Die Experten für Knall und Bumm sozusagen. Jetzt Industriesprengbedarf, ganz nach ihren Bedürfnissen, handgefertigt in amerikanischer, kalifornischer Qualität. Kaufen Sie jetzt bei BHP Billiton, Ihrem Sprengstoffspezialisten aus dem... Das nervt. Aus dem... Ja, wo sind wir denn hier? Aus dem Südwesten der USA, dem Marktführer für industrielle Destruktion, Implosionssprengstoffe und Heimwerkerbedarf oder so. So würde ein Werbespot von BHP aussehen. Ist das eine Kaserne? Nee, nicht ganz. Reduced speed limit ahead. Tell me. Jetzt darfst du wieder schneller. Bis 55, 87 km/h sind das in etwa.
So, jetzt fahren wir hier dieses Ding zu Ende. Komm schon. Das kann nicht der verdammte Ernst sein. Zieht raus und bleibt fast gefühlt erstmal stehen. Anstatt einfach noch weiter aufs Gas zu drücken, drückt er wahrscheinlich noch auf die Bremse. Ja, wo fahre ich denn? So, hier. Die Cops. Ein Jäger fahren doch Coastline. Das ist cool. Ich wollte Coastline fahren. Kann nicht wahr sein. Fahr bitte weiter. Du musst nicht gucken, hier gibt's nichts zu gucken. Auch die Cops könnten schneller fahren. Bitte. Alter, was geht denn hier ab? Wisst ihr irgendwas, was ich nicht wisse? Was? Wisst ihr irgendwas, was ich nicht weiß? Was ich nicht wisse. Das ist cool, das gefällt mir. Der ist echt nice. Ein schöner Versprecher. Ein Versprecher. Mal das Gegenteil von Wortfindungsstörung. Wie es ja sonst immer ist. Heute kommt einfach mal das Falsche raus. Beziehungsweise die falschen Buchstaben. Immer wieder was Neues. Next one. Jetzt ist er hier dran. Wow. Ein Peterbilt-Fahrer. Müsste das sein? Ach ne, den können wir auch. Hui. Da sehen wir, wie die Kabine arbeitet. Hui. Test Drive Limited. Macht Spaß. Ja, wirklich. Vielleicht ist die Federung ein bisschen weich eingestellt. Das könnte sein.
Aber wir sind ja gleich da. Sehr cool. Dann könnt ihr mich super lustig in diesem Hafending einparken sehen. Das wird wieder super. Fahr zu mit deinem Mustang Cabriolet. Ein Cabrio LED. LED. Eine LED-Lampe. Wie manche Leute sagen, eine LED. LED-Lampe. Cabriolet. Oh, hier muss ich wohl auch schon mal gewesen sein. Jetzt hier. Ah, das ist Santa Cruz. Das war noch vor dem Update. Einfach so ein Stück Straße befahren. Aber da geht's nicht weiter und da auch nicht. Es existiert halt nicht. Wie komme ich da hin? Gar nicht. War in den ganz frühen Folgen drin. Vermutlich. Bin mal gespannt, was ich als nächste Tour krieg. Wenn es wieder vom Hafen Autos sind, wird es wahrscheinlich dieser Auflieger hier sein. Sehr cool. Wenn es Rückladungen gäbe. Wenn die zum Beispiel einen Tag da stehen bleiben, das weißt du, und die kann man dann buchen und du sattelst den Auflieger dann ab, die beladen den dann und du fährst den da wieder zurück, wo du ihn hergebracht hast. Hergeholt hast. Das wär aber was Tolles. Wir sind ja eh da. Er lässt mich rein. Er ist so freundlich. Dankeschön. Jetzt
Jetzt muss hier so kurz vom Ziel noch so eine verdammte Ampel sein. Ich kotze. Es wird auch Zeit, dass ich ankomme. Eine längere Tour hätte ich nicht können fahren. Epische Einfahrt. Sehr epische Einfahrt, nicht. So. Und da sind wir. Wie diese Halle. Das ist eine Kackfirma, aber irgendwie auch nicht, weil irgendwie ist das mega cool. So, und da sind wir. Geschafft, ausgezeichnet. Wunderbar. Und dann fahren wir gleich auf den Pausenplatz und beenden die Folge. Ihr habt noch was für 5 Stunden. Alter, für den geht's aber knackig Geld. Rücktour. Ja, guck mal, wir könnten ja hier nach Okia fahren. Und dann dort keine Pause machen. Ist klar. Nein, danke. Fahren wir mal ans Meer. Den kann ich auch hier vom Platz aus. Ich liebe diese Aussicht, ich liebe diesen Rastplatz, der ist klein und abgelegen am Rande von San Francisco. Hier stehe ich kann nicht anders, sagte auch schon Martin Luther.
Ja, es war Martin Luther, genau. Und wir legen uns hin oder setzen uns aufs Bett und schauen noch ein wenig raus in den Himmel. Und mit diesem Blick aus dem Fenster verabschiede ich mich von euch. Bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, dass es euch gefällt, gefallen hat. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ich speichere noch schnell. Solange habt ihr mich noch an der Leitung. So. Aber jetzt bin ich weg. Ich wünsche euch noch was. Abonnieren, liken nicht vergessen. Schaut auf die Links vorbei, die ich euch in die Endcard gepackt habe. Und gehabt euch wohl. Macht's gut und tschüss.